Herzlich willkommen beim Profiltalk auf SchauTV. Ich spreche heute mit dem Sebastian Hofer, Hallo. Berühmt in der Profilredaktion, eigentlich für so gut wie alles einsetzbar. Und dieses Mal ein sehr spannendes Thema, das wir heute lang und breit mal erklären müssen. Es geht nämlich um das Lastenrad. Mhm. Und es geht nicht nur ums Lastenrad, weil das Lastenrad ein Symbol für sehr vieles ist. Kannst du mal extemporieren und beginnen? Es beginnt natürlich beim Verkehr. Ne? Also das Lastenrad, also ein stabiles Rad mit Ladefläche, das sozusagen ein Auto ersetzen kann, ist ein, sozusagen ein Zeichen für eine Verkehrswende in erster Linie einmal. Der Autoverkehr in der Stadt ist natürlich ein, sozusagen ein Problem in vielerlei Hinsicht, Ressourcenverbrauch, Klimaschutz und so weiter. Und hier ist das Lastenrad natürlich eine Alternative. Zugleich ist es aber auch so eine Art, ich würde nicht sagen Statussymbol, aber es geht in Richtung Statussymbol natürlich, weil es die... Statussymbol, aber nicht unbedingt jetzt, obwohl die, sprechen wir vielleicht noch darüber, auch relativ teuer sind, aber das ist ein Status für jeden. Es kann auch ein Statussymbol für einen Arbeiter oder für Jugendliche sein, natürlich, die wenig Geld haben. Genau, aber es steht sozusagen für eine Lebensstilentscheidung ein bisschen. Ne? Also ich signalisiere damit auch nach außen, indem ich das verwende, dass ich eine gewisse Haltung zur Zukunft habe, ne? Dass ich eben eine ressourcenschonende, eine nachhaltige, einen Lebensstil, der sich darum kümmert, der in die Zukunft schaut, dass ich den pflege. Und da gehört nicht nur das Lastenrad dazu. Ne? Das ist dann auch, ich habe dann möglicherweise auch, ich ernähre mich vegan, ich installiere Solarpaneele und verzichte auf Fernreisen. Also um es jetzt einmal ganz klischeehaft zu beschreiben. Aber es ist tatsächlich natürlich auch ein gelebtes Klischee. Ja? Ich muss sagen, wir haben diese Geschichte, glaube ich, über ein halbes Jahr oder über ein Jahr vorbereitet und darüber diskutiert. Die Idee kam, glaube ich, ursprünglich von Robert Treichler aus der Außenpolitik. Und ich habe lange daran gezweifelt, weil es so schwierig ist, das zu kommunizieren, was du gerade kommunizierst oder was wir zu erklären versuchen. Es sind ja nicht so viele Lastenräder. Es sind, glaube ich, 600 Neuzulassungen im Jahr 2020 oder 2021 in Wien gewesen, vielleicht 1000 in Österreich, bei insgesamt wie vielen neuen Fahrrädern oder verkauften Fahrrädern? Jetzt hast du mir am falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, es sind 400.000 im Jahr. 40.000, 400.000. Ja. Wir werden das nicht schneiden, wir wissen es jetzt nicht, nachlesen bitte im Profil. Also ein kleiner Anteil. Ich muss dazu sagen, seit wir in dieser Woche noch mehr darüber gesprochen haben, ich sehe jetzt in Wien überall Lastenräder. Also ich bin gestern durch den 3. und den 7. Bezirk, Bobo-Bezirk gegangen und Lastenräder jeder Art mit Kindern vom Arbeiter-Samariter-Bund und so weiter. Ja. Aber es steht insgesamt für etwas. Wobei in Wien hat es auch, in der Geschichte geht es schon sehr stark auch darum, dass es unmittelbare Auswirkungen hat und haben kann. Ja. In Wien ist, glaube ich, der 40% des Energieverbrauchs insgesamt, ist das richtig, hängt das mit dem Individualverkehr, des CO2-Ausstoßes, hängt mit dem Verkehr insgesamt zusammen. Genau. Also dort hat das natürlich wirklich eine große Bedeutung. Da hat es einen Hebel. Und vielleicht darf ich kurz unterbrechen. Weil das ist sehr interessant natürlich. Der größte Hebel ist tatsächlich nicht die Bobo-Familie, die die Kinder mit dem Lastenfahrrad in den Kindergarten und in die Schule bringt, also das Klischee sozusagen, das wir auch beschreiben, sondern in der Warenlogistik, in der Paketlogistik. Also das ist wirklich sozusagen eine Boombranche. Also, und da ist es wirklich auch für die großen UPS, DHL und so weiter, schon interessant, auf die Transportfahrzeuge, auf die Kfz zu verzichten und stattdessen Menschen mit Lastfahrrädern in die Städte zu schicken. Ne? Also da überwiegen die Vorteile, also auf beiden Seiten sozusagen. Ne? Also, du sagst Städte, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ein städtisches Phänomen, sondern auch in Wels, ist natürlich eine Stadt in Oberösterreich, aber du hast gesprochen mit dem Bürgermeister von Wels, FPÖ, wie man weiß, also kein Grüner. Und der sagt interessante Sachen. Ja, er sagt, für ihn ist das, also er ist sehr pragmatisch, für ihn ist das Lastenfahrrad einerseits persönlich praktisch, er hat es früher auch stark in Verwendung gehabt, sagt er, aber natürlich als Verkehrspolitiker auch sinnvoll sozusagen im städtischen Zusammenleben und Bekämpfung von Verkehrsinfarkten möglicherweise. Aber er sagt vor allem, dass das
Lastenfahrrad für ihn eben kein ideologisches Gefährt ist. Also, das könnte bei der FPÖ fast nach hinten losgehen, wenn der berühmte FPÖ-Bürgermeister von Wörs mit einem Lastenfahrrad herumgeht. Also da wird er schon die eine oder andere Anfeindung auch bekommen haben. Aber er sagt zu Recht natürlich, Naturschutz, Klimaschutz ist jetzt nichts, was sozusagen Grünen erfunden hätten oder nur Grüne empfinden. So, ne? Die FPÖ leugnet es nur manchmal. Also Heinz-Christian Strache hat den Klimawandel für eine Erfindung der, ich weiß nicht, was es war, eher der Amerikaner als der Russen gehalten. Ich glaube, Herbert Kickl ist auch nicht vollkommen davon überzeugt, dass der Klimawandel A existiert und B von Menschen gemacht ist. Erzählst du uns ein bisschen was darüber, was es denn gibt an Lastenfahrrädern? Sehr stark mit also elektrisch E-Fahrzeuge. Genau, das ist der Boom, den es jetzt gibt auf immer noch niedrigem Niveau, aber die Zuwachsraten sind doch irgendwie also von Jahr zu Jahr bis zu 100%. Also das ist schon steigert enorm und dieser Boom ist mit dem E-Motor, den es jetzt auch gibt, verbunden. Das macht die Geräte ziemlich teuer natürlich. Also deswegen haben wir auch vorher vom Statussymbol gesprochen. Also man muss da schon mit 6.000, 7.000 Euro rechnen für ein halbwegs gut ausgestattetes E-Lastenrad. Also das Doppelte eines normalen E-Bikes, würde ich mal sagen. Und das Sechsfache eines normalen Fahrrads sozusagen. Und aber dieser Boom ist vorhanden und die meisten sind auch mittlerweile E-Bikes, weil es einfach und die Dinge noch einiges schwerer sind und in der Ebene vielleicht des Burgenlandes betreibbar wären, oder im inneren Salzkammergutter Weg dann vielleicht schon auf den letzten Kilometern schwierig wäre. Ist es ein bisschen auch gedacht, das ist vielleicht nicht nur ein Bobo-Phänomen, Menschen, die Grün wählen und deren Eltern vermutlich ÖVP gewählt haben. Aber ich fand es ganz spannend, dass du mit dem Chef des Wiener Arbeiter-Samariter-Bundes oder eines Teils gesprochen hast, die Essensauslieferungen, glaube ich, mit einer Flotte von E-Lastenfahrrädern machen. Genau. Also das ist jetzt die vorhin schon angesprochene sozusagen die Warenlogistik, wo es einfach praktisch ist. Also natürlich ist es auch ein bisschen grünes Marketing, das zu tun, aber ich habe mit einem Fahrer gesprochen, der seit 3-4 Jahren in Wien unterwegs ist als sozusagen Lieferant. Und er sagt, er würde nicht mehr ins Auto steigen wollen. Ne? Und das ist sehr praktisch, er kommt überall hin ohne Stau und kann auch sozusagen näher beim Kunden parken, weil das ist natürlich ein leichter, also es hat einfach auch pragmatische Vorteile, die jetzt eben total unideologisch zu betrachten sind. Ja? Nachteile, man kann im Gegensatz zu einem normalen Fahrrad, ein Lastenfahrrad nicht in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen und rund um Parken gibt es noch Schwierigkeiten. Sozusagen der Wohnbau ist noch nicht so weit. Also die meisten haben Probleme irgendwie. Also du kannst es nicht in den Keller runtertragen, du kannst es oft nicht in den Hof reinstellen und stehst auf der Straße. Ist natürlich ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ja. Ist denn so ganz generell deine Haltung zu, also vielleicht nicht zum Klimawandel, sondern zu diesem notwendigen, möglichen, zum Teil passierenden Umdenken der Menschen, zumindest im westeuropäischen Umfeld, bist du optimistisch oder ist es ein Optimismus der Verzweiflung? Also ich bin tendenziell bei dem Thema relativ pessimistisch, aber was diese Entwicklung betrifft, also das erfüllt mich schon auch mit Hoffnung, ne? Also dass es sozusagen auch cool sein kann, gut zu sein sozusagen. Also ich finde daran nichts Verwerfliches, wenn es nicht bei der Selbstherrlichkeit bleibt. Ne? Also natürlich, es soll nicht nur die Darstellung der eigenen moralischen Überlegenheit sein, sondern man muss das natürlich, aber das tun, glaube ich, wirklich die meisten sozusagen auch politisch auf die Beine stellen und eben zu thematisieren, wer kann sich das leisten, wer wird verdrängt möglicherweise, wer wird vergessen. Also diese Fragen müssen gestellt werden, aber ich glaube, sie werden gestellt. Also ich glaube auch, sie werden gestellt. Ich meine, vielleicht abschließend kommt in der Geschichte gar nicht so vor. Die Überraschung bei der ÖVP-Grün-Regierung, die wir in Österreich jetzt hier haben, ist der große Pragmatismus der Grünen. Und das spielt ein bisschen dort rein, worüber du jetzt sprichst. Also da ist jetzt wenig
von dem, was man jetzt fundamentalistische Bestimmhaltung, sondern ein hohes Maß an Pragmatismus ganz allgemein bei einer Ministerin, die sich in weiten Bereichen stark durchsetzt. Aber der Pragmatismus in diesen Fragen ist schon sehr groß. Ja. Und der ist auch sozusagen mehrheitsfähig. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass er gelebt wird. Ne? Also es ist mit eben reiner Verbotskultur sozusagen, werden wir das Problem nicht lösen und wir werden es auch nicht sozusagen rein ingenieurstechnisch lösen, sondern mit einem Lebensstilwandel. Und den muss ich sozusagen niederschwellig ermöglichen. Mhm. Und ich glaube, das geht nur pragmatisch, also so wie du sagst. Ja. Also eine Mischung ein bisschen anders als das, was Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, gesagt hatte, der jeder Form von Einschränkung eher pessimistisch, nein, avers gegenüberstand, aber das dürfte sich in der aktuellen Regierung etwas verändert haben. Sebastian Hofer, vielen Dank für das gemeinsame Gespräch. Danke ebenfalls. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich wünsche Ihnen interessiertes Lesen ab Samstag als E-Paper, ab Sonntag in der Printausgabe dieser doch sehr außergewöhnlichen Titelgeschichte des Profil, die wir zumindest in Diskussionen seit eigentlich fast einem Jahr vorbereitet haben. Viel Vergnügen.